Weiter geht's mit GTA San Andreas hier. Oh mein Gott, wie der sein Bein hebt, Alter. Richtig am... Der kann ja aber schon Spagat, der CJ. Ich würde es muskulös sagen, das ist aber ein falsches Wort dafür. Und ich würde sagen, wir fahren dann wieder zum Caligulas. Aus, also das ist ja unsere nächste einzige Chance, wieder eine Mission zu absolvieren. Außer wir gehen vom Rad und kriegen vielleicht wieder einen Anruf von Torino. Ja, ich kann Gedanken lesen. Hey, Carl, it's me. Okay, the doch truth. Nicht. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Gut, dass ich doch nicht... Willst du mich verarschen? Gut, dass ich doch nicht weggefahren bin. Lol, das könnten ja Catalina und ich sein. Das erinnert mich an alte Zeiten. Ja, ohne Witz. Okay, ich sollte mal wieder ein bisschen Leben einfahren. Nach der einen Rakete, die uns getroffen hat. Dann müssen wir jetzt hier was für Truth machen schon wieder. Und ich habe mir das Gefühl, dass für Torino mache ich lieber. Obwohl, wenn es nicht mit Fliegen ist, mache ich es lieber für Torino. Als für The Truth mit seinen extra spezial unglaublich behinderten Wünschen. Green go. Damn, where is this fool? Oh shit! Hey man! The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh! You don't know yet? I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh! Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Oh, jetzt müssen wir noch mit dem Jetpack auf den Zug. Okay, mach halt ein 360 across the map. Na doch, an die Mission erinnere ich mich doch. Schade, dass wir keine Musik dabei haben, aber... Also ich finde, weißt du, 60 Millionen Dollar Projekt, so ein Rocketman, du kannst damit einfach so fliegen. Da hätten sie auch schon mal wenigstens einen Musikplayer drin installieren können. Also finde ich schon ein bisschen lame hier, ne? Wo ist denn der Scheißzug? Der muss doch irgendwo auf der Strecke sein. Ich sehe da vor allem mehrere so grüne Sachen. Sind das mehrere Züge? Ich hoffe ja wohl nicht. Ach, da kommt er ja. Zerschieße die Kisten. Oh nö, Alter. Die Kiste ist leer. Und die letzte. Was schnappt der mit dem grünen Glibber? Alter, was? Den Behälter mit dem grünen Glibber. Plutonium oder was? Bring ihn zu The Truth. Tschüss Zug. Tschüss ihr scheiß Militärspasten. Aber auch die Mission ist ziemlich hart, weil er die ganze Zeit irgendwelche Leute ballern. Und du musst erstmal gucken, dass du nicht verreckst. Und das ist sau schwer. Sau schwer. Diese The Truth-Missionen sind einfach mega asozial. Aber mega cool, muss ich schon sagen. Aber keine Ahnung, geht der San Andreas ist, wie man sieht, sehr abgespaced. Jetzt hast du auf einmal grünen Glibber. Wahrscheinlich irgend so ein Plutonium-Zeug oder so ein Kack. Davor schießt er einfach ein Jetpack. Und vorher warst du in deiner Hood, Alter. Hattest du nur mit irgendwelchen Junkies zu tun. Der eine kann nicht mal mehr eine Waffe halten, wahrscheinlich so ungefähr. Und du hast ja das Waffenareal immer dabei und läufst mit einer Panzerfaust am Bullen vorbei, der nichts sagt. Alles klar. Und komm, perfekt landen. Oh, shit, Bruder. What the fuck? You got it, man? I got something. Let me see. Ooh,
Everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Auf jeden Fall gut, dem Verrückten das Jetpack zu überlassen und so ein scheiß Plutonium. Holy shit. Unternehmen erworben. Dieses Objekt generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $10,000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Läuft. Das generiert aber nicht wirklich $5 pro Sekunde. Nein. Ich wollte schon sagen, das wäre auch zu schön. Und das, der Jetpack wird hier immer sein. Das ist auch sehr cool. Ich meine, wir können uns den ja jederzeit cheaten, aber das ist schon sau cool. Fliege ich jetzt per Jetpack zurück? Könnte ich machen eigentlich. Sehen wir mal ein bisschen was von der Stadt von oben. Ich weiß gar nicht, kann mich trotzdem währenddessen einer anrufen? Keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Ich meine, jeder in dem Game erzählt ja, wie heißt es? Torino sagt, die anderen sind die Bösen. Tenpenny sagt, die anderen Bullen sind die Bösen. Er will sein Imperium aufbauen und so ein Scheiß. Jeder sagt einfach, der andere ist der Böse. Genauso hier, er sagt, die Regierung ist es, obwohl ich da wahrscheinlich nicht widersprechen kann bei The Truth. Und, aber trotzdem, der Typ ist einfach so durchgeknallt, ne? Ohne Scheiß. Da denkst du dir auch nur so, what the fuck is that, man? Der Typ, naja. durch wen haben wir ihn kennengelernt? Durch Tenpenny. Ist auch schon nicht gut, aber naja. Er ist ja einer, der auf unserer Seite steht. Und wir müssen einfach die Drecksarbeit für jeden machen. Und er meint einfach, was ist das, die Ahnung zu verlassen. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, als wenn sowas Geheimes auf einem blöden, auch damals schon, als wenn das auf einem Zug einfach durch die Pampa so halbwegs transportiert wird. Selbst wenn da Armeespasten drauf sind, aber ganz ehrlich, das wäre keine Ahnung, wie die sowas machen, aber dann ist das irgendwie gepanzert wie Scheiße oder so. Oder die machen irgendwas, das unauffällig ist wie Scheiße, das ein ganz normaler Transporter ist und lassen gleichzeitig halt irgendwie ein paar Gepanzerte durchfahren, damit kein Schwein damit rechnet. Aber selbst das kann man nicht mal genau sagen. Deshalb, naja, so konnte ich mich jetzt wenigstens konzentrieren, was ich labere. Guck mal, nur weil ich Rocketman fliegen konnte. Aber wie legt man das nochmal ab? So, ne? Ne, so. Enter? Tab? Was? Ey, ohne Witz, irgendwelche Probleme gibt's immer, oder? Hoppla, schießen kann ich ja noch. Hallo? Ich habe jetzt alle möglichen Tasten gerade gedrückt. Keine Ahnung, irgendeiner war... Ach, F. Idiot, Alter. People. Win. Ja, für mich wahrscheinlich nicht so. Na, du scheiß Kante. Sendako Spasti. The Meat Business. Oh, baby, I'm back. I am back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca, what's the matter with ya? Ja, mach uns noch eine Leine. Weißt du, Hauptsache, Dingens will, also hier unser Bruder im Knast, Street will ja nicht, dass wir was mit den Drogenleuten zu tun haben und allgemein boah, irgendwie was damit okay, zu tun haben und die ausschalten. Man, Hauptsache, wir haben nur mit so Leuten zu tun. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence.
Aha, paar nette Worte. Gut, das machen wir mal über Motorrad. Und zack. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. You need a car. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and daddy bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Didn't this shirt look good on me? Holy shit, man. Das Motorrad lässt sich erstaunlich gut noch lenken. Und durch. Hoppla. Tut mir leid, Ken. Bist du jetzt genervt, oder was? Steig auf, du Sack. Du denkst ernsthaft noch, du sitzt auf dem Bike. Kann das sein? Ja. Na gut, Ken. Da sind wir auch schon fast da, wo wir ihn auch abgeliefert haben. Und das ist die Mission, die ich meinte. Hundertprozentig, Alter. Und gleich wird... Ja, der Boss kriegt jetzt wahrscheinlich wieder seine Panikanfälle. Sendako Schlachthof. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Oh, wenn Johnny uns sieht, das ist nicht gut. Hey boys, tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah, he ate something this morning. Oh. Huh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea, cool. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God, it's him. Oh, my heart. My heart. Guck einfach nur zu, alle. Okay, Molotow-Cocktail, das sieht nicht gut aus. Ich hab noch gesagt, er kriegt bestimmt einen Herzkasper, wenn er uns sieht. Und natürlich tritt das auch ein. Ja, sicher, mit der Kettensäge springt er übers Feuer, alles klar. Alles klar. Und ich muss jetzt ganz schnell reagieren, meine Waffe zücken, hä? Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Find it. Carl, leave no witnesses or we're dead meat. Okay, noch stellt er keine Fragen. I got the extinguisher. Ja, mach mal. Ich mach die Typen fertig, du löscht das Feuer. I'm gonna blast these flames. Huh? What? Ach, da ist noch einer. I ain't leading away. Okay. Ja, natürlich, Alter, was machst du? Wow. Rosenberg, du hast... You had one fucking job and then you do this. Screw this, I'm gonna hide in the freezer. You lost the will to live yet? Okay, das Fleisch hat mich überrollt. Bitteschön. Also die Mission ist auch nicht sehr leicht. Auf die mit Baseballschläger kann man meistens noch scheißen. Okay, nein, der darf nicht Rosenberg angreifen. Warte, was?
Drücke F, um die Tür zu bestätigen. Nein, passt schon, aber... What the fuck? Ich dachte, man, das kann einfach kaputt schießen, wie bei dem Militärgelände ganz am Anfang mit Ryder. Wir haben echt immer Stress mit dem Militär, ist euch das schon mal aufgefallen? Oh, dieses scheiß Fleischfabrik. Holy shit, was ist das denn? Einer steht noch direkt hier. Ne, doch nicht. Wo kommst du denn her? Ja, it's insane, but we will get this here. Ach so, ja, alles klar, da oben drauf, du Sack. Da oben war doch noch einer, ne? Hä, was? Wieso hab ich nicht gedacht? Ja, und er reagiert auch nicht drauf. Erstmal nachladen. So. So bad. Die reagieren irgendwie gar nicht. Okay, da hinten ist nur einer. Und er natürlich. Was? Okay, alle Zeugen sind tot. Geht zum Ausgang. Gut, da können wir nicht drüber. Dann müssen wir halt hier lang. Ja, dann komm noch, du Sack. Du alter Rosenkohl. Rosenberg zum Casino. Holy shit, man. Get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy oh shit. Man. We work well as a team together, huh, CJ? Ja, geiles you Team. And me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh. Fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something. I promise. Okay. Damit du tot bist. Ich kann den einfach umbringen. Dann wäre auch gut. Aber nein, wir brauchen seinen Einfluss noch. Guck mal, wir herrschen so ein bisschen über San Fierro. Nachdem wir da alle ausgeschaltet haben. Wir haben ja unsere Werkstatt da, die läuft. Darüber kümmert sich ja so ein bisschen unsere Schwester und hier Caesar. Caesar Salad. Und ja, hier haben wir jetzt gut zu regeln mit Woozy, mit unserem Casino und werden hier dann Rosenberg wohl noch halb vernichten darüber. Ja, where are you now? Faded. Also es läuft ganz gut, nur in unserer Heimatstadt, Los Santos, da läuft es leider gar nicht. Unser Bruder sitzt immer noch im Knast. Wir versuchen ihn immer noch rauszukriegen, aber momentan sind die Bemühungen erstmal auf was anderes. Ja, Mr. Come. Come, aber nicht, naja. Okay, aber wieso ist die, warum sind die Syndakos eigentlich am Arsch? Nur weil Johnny Syndako tot ist. Hatte der nicht auch noch einen alten Sack oder ist der schon mittlerweile verreckt oder noch in Liberty City? Hm, aber da könnten die auch noch welche rüberschicken. Naja, eigentlich Wurst. Hat mich nur mal interessiert. Halt die Fresse. Du scheiß Kakadu. Miss Fortune. Nein, Fortune natürlich. Ein D. Und wir sind direkt schon hier. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, hier ist eine Mission. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir die Folge etwas kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alter, warte, warte, halt. Halt, 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 halt. Du musst stehen bleiben, Junge. Die Karre muss ich haben. Turismo. Okay, Jungs, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Captain Daydreamer.